Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof. So, ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht wie, das Wasser hier reinkriege. Vielleicht ein bisschen rabiater. Vielleicht geht's ja dann. Ich weiß ja nicht, wie das gehen soll. Das muss ja eigentlich ganz normal über I eigentlich funktionieren. Die Pferde, die stehen immer halt gerade auch ein bisschen im Weg rum. Ich weiß nicht, weshalb das nicht geht. Ob ich hier irgendwas drücken muss? Ob ich hier irgendwas nehmen muss? Aber es wird mir halt auch nichts angezeigt, dass ich hier irgendwas machen muss. Wie lösen wir das Problem? So, ich probiere noch mal was. So, Billy, kannst du auch mal hier gerade dich verkrümeln. So. Ja, warte, halt, da ist irgendwas. Schließen. Ach, das Tor. Lol. Ah, halt. Ich bin so überfordert. Ich muss den Fuzzi nochmal anrufen, ey. Hallo? Hallo. Sie sind doch ein bisschen älter und haben ein bisschen mehr Erfahrung. Ja. Ja. Ich kriege irgendwie das Wasser fast, das klemmt. Haben Sie da eine Ahnung? Können Sie sich das mal angucken? Ich komme mal rüber. Ja. Ich bin gerade eh am Umziehen. Das wollte ich jetzt nicht wissen, dass Sie sich gerade umziehen. Ich zieh um. Wie, sie ziehen um? Ja. Ich hab meinen Hof verkauft. Ah, okay. Bin jetzt quasi Nachbarn. Oh. Weil das logistischer für mich ist. Okay. Da hab ich mir Wiesen. Ah ja. Okay. Da kommt sehr schön. Gut. Danke. Tschüss. Hallo. Hallo. So, probieren Sie mal, ob Sie da irgendwas sehen, wie das gehen könnte. Die Hupe. Eine laute Hupe hier. Er ist ein alter Traktor. Ja. Moment mal.
Achtung. Ja. Nee, da. Naja. Oh, die Bremse geht nicht mehr. Oh. Oh, pass auf. Oh. Eieiei. Die Bremsen, ey, die sind ja verrostet oder was? Probieren Sie es nochmal. Lassen Sie mich nochmal. Ups. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich brauche hier Wasser bei den Tieren. Die verdursten mir, ey. Schlammig hier. Ja. Aber oh. Mist. Ja, hier. Hallo? Ah. Ja, hallo. Wissen Sie, ob das normal im Tablet angezeigt wird? Normal ja. Weiß schon. Normalerweise schon, ja. Ich habe keine Ahnung. Okay. Jo, danke erstmal. Jo, bitte. Tschüss. Gibt's doch nicht her, ey. Ich kriege hier kein Wasser abgetankt, ey. Also, liebe Zuschauer, wirklich, wenn ihr wisst, wie das geht, ich habe keine Ahnung von der Weichen, wie ihr das gerade feststellt. Vielleicht, wenn ich hier ranfahre. Wenn ihr wisst, was das Problem ist, dann lasst es mich bitte wissen. Ich habe mir den Hof 5, den Sonnenhof, gekauft vom Zwergerhof aus. Und zwar, damit ich hier ins Tiermenü komme. Das geht ja sonst nicht. Aber es müsste ja auch eigentlich... Es müsste ja eigentlich auch hier oben irgendwo angezeigt werden, dass ich Tiere habe. Das wird auch nicht angezeigt. Also irgendwas ist komisch. Wenn wir das jetzt nicht relativ zügig hinkriegen, dass es funktioniert... werden wir wohl leider irgendwie die Karte wechseln müssen. Also es ist einfach viel zu viel Ärgernis. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt schon 3 Folgen oder so rum mit den Triggern oder 4 Folgen. Das ist einfach viel zu viel Ärgernis. Ich werde jetzt mal das Wasserfass auf die Seite stellen, mal gucken, ob ich ein paar Bäume fällen kann, ob das wenigstens geht. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Dass ich wenigstens ein bisschen Geld verdienen kann. So. Weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr vom Fleck. Ups. So,
Gehen wir mal schnell zum Händler und holen endlich noch unseren Anhänger ab. Und eigentlich wollte ich auch noch Gras mähen diese Woche. Ah ne, den Anhänger. Oh nein. Uff, Glück gehabt, ey. Stimmt, ne, warte mal, den Anhänger habe ich ja schon abgeholt. Guck mal, so verwirrt bin ich schon. Anhänger steht ja hier. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo das war. Aber irgend so ein Schweinebauern war das. Ein Rittner. Ich guck mal, dass ich dahin finde. Mit Navigation, Gerrit. Navigation. Müsste das schon funktionieren. Oh Gott, das ist aber eine alte Waldschneise hier. Der hat mir nämlich gesagt, ich könnte sein Mähwerk, sein Schwarte und alles könnte ich von ihm benutzen. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Hat er fast das Berg abgegangen. Wenn ich hier jetzt rechts fahre, komme ich da hin? Mein Navigationgerät ist nicht so gut ausgestattet hier für den Teil. Ein bisschen veraltet wohl. Ja, schon ein bisschen verloren hier. So. Aber jetzt scheine ich auf dem richtigen Weg zu sein. Ha. Endlich mal auch wieder eine gescheite Straße. Müsste es eigentlich gleich sein, oder? Ja? Karl Lohberg hier? Hallo? Ah, ja? Ja, ich höre Sie. Hätten Sie Lust, ein kleines Taschengeld sich zu verdienen? Taschengeld hört sich immer gut an. Was soll ich denn machen? Ein Porsche zum Hof fahren. Wo steht denn der Porsche? Unten an meinem alten Hof. Ja, ich fahr mal schnell hin. Bin da auf dem Weg. Zum Reiter. Ja. Ach so, von da aus zum Reiterhof. Genau. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hab nur ein bisschen viel Gewicht gerade hinten dran. Jo, danke. Bitte, tschö. Porsche fahren kann ja nicht schaden, ne? So, dann haben wir das auf jeden Fall. So. Fahre ich gerade mal zu dem rüber. Dann kann ich ja den Porsche abholen.
hoffe mal, dass ich überhaupt zu dem finde. Der ist immer hinten rum irgendwie gefahren. Ich meine, wenn ich der Straße hier folge, müsste ich zu ihm kommen. Ach, da fährt er ja. Also, wenn der hier lang fährt, dann bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Ein Stück hier immer rumzukurven. Ich weiß gar nicht, wo er den Porsche abgestellt hat. Ja, da steht er ja. Gut, Leute, das war's aber für die heutige Folge. Hier Urlaub auf dem Bauernhof. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schreibt mir unbedingt rein, wo was für Trigger sind. Das wäre mir sehr recht. Wird mir sehr gut helfen. Und ja, ob ich den Porsche heile, nach Hause bringe, das seht ihr morgen in der Sonntagsfolge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, tschüss.